Ja, wir sind heute hier auf dem Knowledge Camp in Berlin. Das ist ein Barcamp zum Thema Wissensmanagement. Das sind so, ja, 100 Leute, gut 100 Leute vor Ort und nochmal so 50, 60 remote. Und ich habe einfach den C3 Managers Call hier in den Sessionplan mit reingeschrieben, sodass jetzt hier vor Ort auch Leute zuhören, wahrscheinlich auch von den Remote-Teilnehmenden, weil ich dachte, das passt thematisch ganz gut. Ich würde jetzt hier mal die Bildschirme gerade switchen. Ihr seht schon meinen geteilten Bildschirm hoffentlich. Ist es so? Ja. Und seht ihr den Chat oder seht ihr den Browser? Wir sehen einen Chat, LernOS Peer Finder, und jetzt sehen wir Okay. deinen Desktop-Hintergrund kurz. Ja, also dann bauen wir das, müssen wir das erstmal tauschen. So, dann muss ich euch hier den anderen geben. Desktop. So, jetzt müsst es. Jetzt seht ihr nicht mehr die Leute, aber na, das passt. Genau. Ja, was habe ich euch mitgebracht? Ich will ein bisschen erzählen über die LernOS-Community, wie Achim gesagt hat. Ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen Vorgeschichte zu kennen. Da gibt es durchaus so ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Zum einen mal, ich komme so aus dem Eck, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, Amateurfunk, Chaos Computer Club frühe Zeit, C64, Elektronikbastelei, sehr stark in diesem ganzen Thema Open Source verankert. Ich habe euch da mal reingenommen, Offenheit und die Open Definition. Wartet mal einen kleinen Moment, ich muss das mal so machen, dass ich hier nur. Sorry, sieht mir das nach. Das schneiden wir dann raus. Aber sonst seht ihr ständig meine Seite. Macht das mal so, dass wir hier das Gleiche sehen. Jetzt seht ihr wahrscheinlich euch selber, ne? Und sie noch einmal neu teilen. Wir sehen immer noch die LernOS-Seite mit der Vorgeschichte, und jetzt sehen wir, jetzt hast du aufgehört zu teilen. Genau. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Ja, das Also muss Schöne mit dieser Technik gehört doch irgendwie dazu. so ist Da es. Ja, jetzt sind fühlen wir wir uns wieder. wohl. Genau, also so grundsätzlich, und das glaube ich von der Community auch was sehr wichtig ist, das ganze Thema Offenheit. Ne? Wenn du hattest sowas wie Vertrauen drin, ne? Dieses Offenheit, Community lebt davon, dass Leute was reingeben und man was rausnimmt. Ich finde es immer total schwierig, wenn man in Communities ist, wo man das Gefühl hat, das sind Leute, die wollen nur absaugen, die nehmen nur und die geben nichts. Deswegen finde ich so prinzipiell so Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Open Definition, ne, die haben wir, verwenden wir oft in den Community-Terminen, ne, wo man sagt, so, was ist eigentlich so offenes Teilen von Wissen, was bedeutet das? Ne? Das bedeutet in der Regel, dass sozusagen ein Werk offen verfügbar ist, dass die Quellen des Werks offen verfügbar sind, also nicht in irgendwelche PDFs weggesperrt, und dass im Idealfall auch noch die Werkzeuge, mit denen ich die Werke bearbeiten kann, offen sind. Also keine Ahnung, sagen wir mal Open Source Software, Open Source Audio Editoren. Also das ist so ein bisschen der Dunstkreis, aus dem ich komme. Und warum glaube ich, dass das auch für sowas wie die LernOS Community wichtig ist? Wir haben sehr früh in der LernOS-Basispräsentation, da ist ein Zitat von Professor Kuhl drin, das ich oft verwende. Ne? Der hat mal gesagt, Gesellschaften, die mehr Energie darauf verwenden, sich um Verwertung von bestehendem Wissen und Informationen zu kümmern, beziehungsweise um Sicherung von Verwertungsansprüchen und so weiter, befinden sich eher auf einer Abwärtsspirale als auf einer Aufwärtsspirale. Also ich glaube, ein Land wie unseres, was kein Öl im Boden hat, wo die Hauptressource Wissen in den Köpfen der Leute ist, hat einen Riesenvorteil, wenn wir es schaffen, Wissen zu teilen. Miteinander auch offen zu teilen, sodass es weiterverwendet werden kann. Natürlich muss die Telekom gucken, was ist so ihre Besonderheit gegenüber O2, und das muss man natürlich dann schützen. Aber ich glaube, es ist viel mehr Potenzial, dass Dinge offen sein können, als sie es heute sind. Na, und so kam es bei uns dazu. Wir sind ja eigentlich als Cognition-Akademie klassisch würde man vielleicht sagen, eine Beratung. Wir helfen Firmen auf dem Weg zur lernenden Organisation. Und wir hatten so im Zeitraum von 2006 bis 2011 recht viele Wiki-Projekte. Ne, bei Audi liefen die, bei Schaeffler und bei Adidas. Ne, und da konnte man sagen, ah, super, wir verkaufen einfach zwei Firmen genau das Gleiche. Wir haben gedacht, wir machen es umgekehrt. Wir versuchen mit den Firmen die Projekte gemeinsam zu machen und die Inhalte zu teilen. Dass man eine Wiki-Manager-Schulung oder wie baut man eigentlich eine Grundstruktur von einem Wiki nicht dreimal neu entwickelt, sondern dass man gleich gemeinsam in der Gruppe von Firmen lernt miteinander. Ne, und dann haben wir regelmäßig Termine gemacht. Und dann gab es so eine Art White-Label-Ansatz. Ne? Achim, du kennst es, später auch dann im Bereich Community Management komme ich noch drauf. White-Label-Inhalte für was, wie funktioniert so ein Wiki und was muss ich als Wiki-Manager machen? Und dann hat es natürlich Schaeffler in ihr Branding gebracht und Audi in seines.
Adidas und Iris. Na, wenn das interessiert, kann ich mal die, könnt ihr mal hier klicken, dann später, das sind die Präsentationen. Was daraus entstanden ist, sind die sogenannten Benchlearning-Projekte, wo wir gemerkt haben, das hat Potenzial, dass man das nicht nur mit 3 Organisationen macht, sondern mit mehr, ne, weil dann so die kritische Masse und das Wissen und die Erfahrung mehr werden. Ne, und so haben wir dann angefangen, ab 2012 das zu systematisieren. Da gab es jedes Jahr, also das steht für die Jahre, gab es so Benchlearning-Projekte zu einem Leitthema, wo in der Regel so 8 bis 10 Firmen pro Jahr sich über ein halbes Jahr austauschen und gemeinsam lernen. Ne, die Themen könnt ihr da anschauen. Ne, das, was heute zum Beispiel der LernOS Community Management Guide ist, kommt aus diesem 2015, 2016 Benchlearning, ne, wo mal auch so ein White-Label-Playbook gemacht worden ist. Winnie hat das bei euch verwendet, Bosch hat ein PDF draus gemacht, Schaeffler hat es verwendet, ne, und gleichzeitig ist es aber offen im Netz und alle können es nutzen. Ne, und da sieht man dann auch, das ist dann unten so eine Matrix drin, ne, da sieht man hier die ganzen Firmen, die da dabei waren jeweils über die Jahre. Ne, man sieht, da gibt es Firmen, die eigentlich dauerhaft immer dabei sind, selbst wenn es mal 2 Benchlearnings im Jahr gab. Und es gab auch so welche, die nur 1 oder 2 Mal dabei waren, weil sie halt nur ein Thema interessiert hat, was ich in so Communities auch okay finde. Genau, also das ist so ein bisschen diese Idee der Offenheit, offenen Teilung des Wissens. Wir selber haben auch angefangen, das war bei uns in diesen Diskussionen, wir hatten ein internes Wiki als Intranet. Und es fragen dann halt ständig Leute, was ist das Beste, was sind die besten Bücher zum Thema XY? Studenten fragen, welche Literatur gibt es eigentlich, wem soll ich folgen, was ist der beste Case? Und wir haben 2005 gesagt, wir machen einfach unser Wiki offen, also unser Internet offen, haben die ganzen kundenspezifischen Sachen rausgenommen. Und so ist quasi jetzt, da wo jetzt auch gerade das Benchlearning drin war, wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen hier Gesellschaft für Wissensmanagement, wenn da mal einer wissen will, was gab es da eigentlich am Knowledge Camp rückwärts für Themen, na, dann kann man hier sozusagen das komplett rückwärts durchlesen, kommt zu den ganzen Session-Plänen und so weiter. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, dass die Arbeit das zusammenzutragen. Ja, es läuft hier bis 16.17 Uhr. Okay. Dass das irgendwie bei uns im Internet ist, weil jemand anders das auch brauchen kann und vielleicht eine Masterarbeit drüber schreibt oder irgendwas. Ne? Und da haben wir halt auch frühzeitig, da haben auch einige, gab es auch Stimmen, auch bei uns intern, die gesagt haben, wenn wir das jetzt da ins Internet stellen, und die ganzen Wettbewerber, und wir klauen dann alles, und die werben uns die ganzen Kunden ab. Und da haben wir eigentlich 2005 schon gemerkt, das ist überhaupt nicht der Fall. Man hat dadurch so ein gewisses, durch diese Offenheit, so ein gewisses innovatives Image bekommen, und zwar eher der Effekt, dass die Leute gesagt haben, wir wussten gar nicht, dass ihr auch XY macht. Das ist ja spannend, dass sie uns dazu mal sprechen. Also unterbewusst selber überhaupt keinen, wie soll ich sagen, Kannibalisierungseffekt, ne, oder negativen Effekt. Na, wir haben dann, was Community angeht, angefangen, das ist ab 2005 ging das los, den Knowledge Channel zu machen, den gab es bis 2017. Sieht man auch, da ist das so hier so versandet, ne, weil da kommen dann andere Themen auf. Ne, aber der Knowledge Channel war quasi so die Urzelle, wo wir erst einmal im Jahr, dann zweimal, dann dreimal, da haben wir gemerkt, das ist ein bisschen viel, dann sind wir irgendwann wieder auf 2-mal runter, uns für einen ganzen Tag getroffen haben und im Barcamp-Format einzelne Themen beleuchtet haben. Das ist so ein bisschen das Vorfeld zu den Formaten, die wir heute haben. Da ging es auch um Wikis, um Social Software, wie verankert man Wissensmanagement organisational, war damals noch große Hofer Alpha ist dabei und so. Also dann auch die ganzen Dokus verlinkt. Und auch da hat man gemerkt, dass dieses mal in regelmäßigen Abständen gemeinsam auf die Themen draufschauen und mal andere Perspektiven zu sehen, total hilfreich ist und alle vorangebracht hat. Und bei uns war es halt so, wir haben das so gerade stemmen können, dann eben 2 pro Jahr zu machen. Das war dann so vom Rhythmus eigentlich ganz gut und haben aber gemerkt, schau mal da gerade, Moment, dass es eigentlich zwischen diesen Terminen auch noch was braucht. Also vielleicht kennt ihr das auch, ne, mal zu Fachkonferenz, dass man einmal im Jahr, da trifft man Leute und hat man 1000 Ideen, was man noch zusammen machen könnte. Und dann trifft man sich nächstes Jahr und stellt fest, man hat gar nichts gemacht von den Sachen. Und so haben wir dann 2011 eine Plattform aufgebaut, die ist damals noch Orange People. Ich habe mal so einen Snapshot auf archive.org rausgekramt. Ich weiß nicht, ob jemand noch Mixed und Tixed als Plattform kennt. Die wurden bei Barcamps früher auch öfter eingesetzt. Und sieht schon so ein bisschen kaputtisch aus. Aber es war das Beste, was ich gefunden habe. Ja, also es war quasi eine Plattform, da hatte man so eine Startseite, so wie man das halt von LinkedIn und Konsorten kennt. Ja, da gab es ein Diskussionsforum, da gab es Veranstaltungsübersicht, da konnte man Gruppen machen, mal ein Profil.
Ja, und dann gab es hier so Links, ne? Also da war dann halt das Wiki verlinkt und News verlinkt und Videos und Dateien, das waren YouTube-Links. Ja, und da hat man so gemerkt, dass da passiert jetzt nicht so viel wie in Facebook, in so einer Gruppe, wo es so richtig abgeht. Aber es passiert halt viel mehr, als vorher passiert ist. Ja, also viel mehr als vorher, immer nur in diesem Halbjahrestakt. Ja, und das war dann tatsächlich auch unsere Plattform bis, was steht hier, 2011 bis 2018. Die wurde dann so nach und nach eingestellt. Also ich glaube, Tixt macht das gar nicht mehr so offen. Mittlerweile gibt es die auch gar nicht mehr. Haben wir uns auf die Suche begeben nach einer anderen Plattform. Und da waren ganz halt verschiedene Kriterien. Ne? Also man will da so ein bisschen was Modernes, Innovatives und responsiv. Und eine App soll es dazu geben. Das gab es ja alles 2011 noch nicht. Und was für uns aber halt auch kritisch war, wir brauchen irgendwas, was uns nicht Geld pro Nutzer pro Monat kostet. Ja, das war so in Anfangszeiten mit Yammer und so weiter. Ne? Wenn man das schon abgezielt, da in dem Orange People waren irgendwie 140 oder 160 Leute oder so drin, das war noch recht klein. Aber trotzdem, wenn ich jetzt eine Plattform habe, die mich 5 Euro kostet, ist ein Tausender im Monat weg. Okay, ist halt weg. deswegen sind wir dann damals auf Discourse gestoßen. Das ist auch die Plattform, wo ihr hier jetzt die Links seht, ne? Discourse. Das sind die Gründer von Stack Overflow. Also das war eine der bekanntesten Softwareentwickler-Communities. Und die haben halt irgendwann gesagt, diese ganzen Diskussionsforen, die wir aus den 90er Jahren kennen, sind gut, aber die muss man jetzt mal richtig machen. Und da ist eben Discourse rausgekommen. Ähnlicher Ansatz wie bei vielen Open-Source-Projekten. Ich kriege das bei denen gehostet. Also wir haben eine gehostete Variante, müssen uns da nicht drum kümmern. Wir könnten theoretisch das aber auch auf einen eigenen Server betreiben. Und es kostet uns halt eine Flat Fee pro Monat. Also wir haben jetzt im Moment einen Vertrag, der kostet $100 im Monat. Und das ist absolut fein. Und wenn da viel mehr Traffic drauf kommt, dann kostet er halt 300. Aber auch das ist noch in Ordnung. Wir sind nicht bei 1000 Leuten irgendwie 1000. Und viele Sachen sind quasi umgezogen auch von den Orange People. Also wir haben hier diese ganze thematische Diskussion. Ne? Also es hat sich so ein Kategoriensystem rausgebildet, ne, dass man über Themen einsteigen kann. Ne. Da gibt es zum Beispiel auch das Knowledge Camp jetzt heute. Deswegen tue ich auch so Session-Dokus. Ne, die Session heute früh zum Beispiel tue ich hier rein, weil dann bleibt es einfach für alle erhalten. Ne. Man kann es in der Suche finden. Es gibt so eine Art Aktivitätenstrom. Das heißt, ich sehe, was so wer wann wie gepostet hat. Wir haben einen Veranstaltungskalender, auf den hat man in Orange People schon. Ne. Da kann man dann so ein bisschen sehen, was sind so die Events übers Jahr, wo man halt Leute aus der Community trifft. Ne, wir haben ähnlich wie Winedo, also das finde ich auch wichtig für eine Community, so einen monatlichen Newsletter. Keep Calm and Learn On heißt der, in Anlehnung an das britische Poster. Ne, wo dann zum Beispiel jetzt, wenn sowas Größeres ist wie Knowledge Camp, es halt eine Ausgabe gibt, wo das beworben ist, ne, die Episoden alle im Wiki verlinkt sind. Genau, und was auch wichtig ist, ist so das Thema Mitgliederverzeichnis. Und überhaupt Profile. Das heißt, da sind jetzt im Moment so gut 1500 Leute drin. Unterschiedlich aktiv natürlich. Ich würde sagen, so die Kerngruppe, das wird so irgendwas um die 40 plus minus x Leute sein. Die pro Monat mehrere Dinge, zweistellige Anzahl Dinge tun, sind vielleicht so 300, gute 300. Und dann hast du viele, die lesen nur mit, hast du den Namen gar nicht im Kopf. Auf einmal spricht jemand auf einer Veranstaltung an und sagt, Mensch, hast du den Post geschrieben? Du hast die Person irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Und da muss ich jetzt auch sagen, waren wir sehr froh mit dieser ganzen Xing-Diskussion, ne? Sozusagen eine eigene Plattform zu haben, weil uns hätte das so als Community komplette Infrastrukturen dann hinterher weggezogen. Ne? Wenn du jetzt versuchen willst, irgendwie 1500 Leute von Xing zu LinkedIn umzuziehen, dann geht dir da sicher viel verloren. Und mit LinkedIn wird in 2-3 Jahren das Gleiche passieren. Und dann machst du so ein Nomadentum von Plattform zu Plattform. Also da sage ich, bin ich irgendwie lieber auf einer eigenen Plattform und habe das in der Hand. Genau, es gibt zusätzlich noch für so schnelle Kommunikation haben wir eine eigene Chat-Plattform. Ne? Wenn jetzt sowas ist wie hier die Knowledge Camp, ne? Da haben sie jetzt zwei aus der Community, Sandra und Susan, die sind hier gesagt, sie machen die LearnOS Assembly. Da kann man eben schnell einen Chat-Kanal aufmachen und wir haben halt die ganze Planung jetzt für die Assembly hier drüber gemacht. Ne? Das ist dann auch so ein, was mache ich im Chat, was mache ich eher auf dieser Diskussionsplattform, das braucht man so ein bisschen Gespür. Ne? Das ist vielleicht eher so, wie man im privaten WhatsApp verwenden würde. Ne? Das ist mir ja so, alles so sehr schnell und muss auch nicht für die Ewigkeit aufgehoben werden. Also was hier drin ist, wird nach 90 Tagen gelöscht, während das hier sozusagen für immer bleibt.
Genau, und dann haben wir, jetzt haben wir so einen Bogen zu Lernreis als Thema. Wir haben in 2016 mal gesagt, wir wollen mal so alles, was wir in unseren Business Management Projekten, das waren zu dem Zeitpunkt so etwas über 300, gelernt haben, mal bündeln und veröffentlichen. Weil das Wiki zu haben ist das eine, aber da ist ja nicht sozusagen, da ist hier eine Information, da ist nicht so, wie gehe ich ran und was sind die Good Practices. Wir haben gesagt, wir packen das in drei Leitfelden. Einen für persönliches Business Management, einen für teamorientiertes und einen für organisationales. Wir nehmen unsere 20% Zeit, also immer Freitag. Und wenn man es mal so überschlagen hat, ne, haben wir gesagt, wir geben uns 6 Jahre. Also 6 Jahre, immer Freitag arbeiten wir daran. Und das Ziel ist quasi, dass die Leitfelden da dann fertig sind. Und haben ein paar Leute gesagt, ah, ist ja interessant, erzählt mal ein bisschen, was ihr da macht. Und haben wir so einen Community-Call aufgesetzt, auch Winnie, wie bei dir. Also das sind so Muster, die da sehr ähnlich sind. Ne, wo wir einfach gesagt haben, wir informieren da und erzählen so ein bisschen, was da so gerade passiert in dem Lernreis-Projekt. Finde da auch quasi in der Kategorie auf Connect den Trail zurück. Und es gibt auf YouTube die ganzen Aufzeichnungen. Also wir haben die alle recorded. Das finde ich auch extrem wichtig. Ja, weil wenn wir jetzt so neue Community-Mitglieder onboarden, ne, und die sagen so, ah, warum ist denn das so oder warum habt ihr euch so entschieden, ne, kann ich sagen, hier hört ihr mal den Community-Call aus 2020 an, da ist das besprochen worden. Und manchmal schlagen auch Leute in der Community auf, die sagen, ich habe jetzt gerade alle Community-Calls nachgehört, mich würde das noch interessieren, und muss ich denken, was, wann hörst du die denn alle nach? Aber gibt es, also ich finde es halt gut, es da zu haben, ne, also als Information da zu haben. So, und da ist ja was passiert, was wir nicht geplant haben. Und das halte ich auch für wichtig in so Communities, dass man eben dem Ungeplanten offen gegenüber ist. Der Karl Dahmke, der ist auch hier verlinkt, der hat angefangen, die Community-Calls mitzusketchnoten. Also ich habe auf einmal hinterher auf Twitter gesehen, heute war wieder Community-Call, hier ist die Sketchnote, hat total cool ausgesehen. Und dann habe ich ihn mal angehauen und mal gefragt, haben wir so ein bisschen kommuniziert und gesagt, ja, ist jetzt gerade ein Circle und da sind auch noch andere drin, also so Lerncircle gibt es da in LernOS. Und irgendwann kam er dann mit der Idee, er könnte doch vielleicht so mit den Leuten zusammen so ein Sketchnoting-Guide machen, mit dem er Sketchnoten lernen kann. Ja, und er kam dann mit so Sketchnotes um die Ecke, die sozusagen LernOS in einer Infografik erklären, wo wir gesagt haben, boah, cool, das ist genau das, was wir brauchen in den Leitfelden. Ja, und so kam es quasi dazu, dass es mit dem Sketchnoting-Guide den ersten Guide gab, der außerhalb dieser drei Ebenen für mich, für Teams, für Organisationen war. Und wenn ein Beispiel mal in der Welt ist, dann hat man andere, die das Beispiel quasi kopieren wollen. Und so haben wir quasi Stand heute, ich bin da gerade mal drauf, auf die lernreis.org, hat man hier, und da hat dieser sozusagen schon eine ganze Latte von Leitfelden, die einfach in der Community entstanden sind, wo sich Leute zusammengetan haben. Ne, Achim, du hast vorhin erwähnt von euch, ne, dieses White Label Playbook aus dem Bench Learning, war lange schon mal die Idee, das aus dem Google Doc, was es die ganze Zeit war, zu befreien und hier zu überführen. Ihr habt dann gesagt, mit einem Team, weiß gar nicht, 4, 5 Leute waren das, ne, oder mehr sogar. Ja, so 5, 6. Passt. Genau. Und dann hat sich das auch eine Weile hingezogen. Ne? Also war so die Idee da, dann gab es einige Treffen und dann so. Irgendwann war dann der Leitfaden da. Da spielen auch so Events eine wichtige Rolle, komme ich nachher nochmal dazu, weil diese Events jetzt wie so ein Jahresevent, wir haben so eine LernOS-Convention einmal im Jahr, das sind so schöne Meilensteine, die so Teams dann motivieren, zu sagen, bis dahin veröffentlichen wir es jetzt mal. Und wir haben einige Leitfäden, die haben es im einen Jahr gesagt, da hat es nicht geklappt. Und im nächsten haben sie es dann aber gemacht, haben fast schon so schlechtes Gewissen gehabt. Ne? Warum haben wir es noch nicht fertig? Genau. Na, und das ist so aus der Community-Sicht, finde ich. Ich habe euch hier mal verlinkt diese Kurzdefinition Community of Practice vom Etienne Wenger, die ich neben der Harold Yarchik-Grafik, die du hattest, Winnie, recht wichtig finde. Na, der mal gesagt hat, Communities of Practice are groups of people who share concern or passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly. Na, also steht so dieses Lernen voneinander im Mittelpunkt. Ganz viele Teams, so Subteams, die jetzt an einem Leitfaden arbeiten, sagen, das Produkt, dass der Leitfaden am Ende rauskommt, ist das eine, aber dass wir zusammen darüber gesprochen haben, was muss in den Leitfaden rein, wie strukturiere ich das und was sind die wichtigsten Quellen, da haben wir selber super viel gelernt. Wo ich sagen würde, das ist mindestens genauso wichtig wie das Dokument, was dann am Ende rausfällt.
Ne? Und der hat halt da so diese drei Felder. Ne? So eine Community besteht aus Community selber, den Menschen, der Domain, das sind die Themen, das sind quasi jetzt so unsere Leitfadenthemen, die spreizen eigentlich unsere Domain auf. Und dann eben der Practice. Da gibt es so diesen Spruch, du merkst, dass du in der Community of Practice bist, wenn sich deine Practice ändert, durch das Lernen. Ne? Sonst hast du ja nichts davon. Ne? Eigentlich finde ich, sind diese Leitfäden sind quasi jetzt so aus in der Wenger-Sicht diese Shared Repositories of Codified Good Practice. Ne? Und so hat man dann mit der Versionierung, dass man von Jahr zu Jahr kommt dann neue Versionen von den Leitfäden, hat man so einen Ort, wo der Lernfortschritt der Community sozusagen gestern ist. Ne, und das, was wir halt gemerkt haben, die LernOS Convention, jetzt hier wahrscheinlich auf dem Knowledge Camp werden das viele kennen. Es gab ja von 1999 bis 2015 die NoTech, was eine sehr zentrale Konferenz für Wissensmanagement war, von der Bitkom organisiert, die haben die dann eingestellt. Da ist so diese Klassentreffensfunktion weggefallen. Ne, das war sowas, das hatte man jährlich im Kalender, egal wie das Programm war, das war nicht groß. Ja, und das ist weggefallen. Die hatten wir damals dann in ein bisschen kleineren Rahmen als No-Touch weitergeführt. Ich glaube, es sind 2016 und 2018. Kann ich noch die Links machen. Und dann ist es aber mit LernOS immer mehr geworden. Dann hatten wir das LernOS Camp genannt, dann später LernOS Convention. Sozusagen fortgeführt, konnten in 2019 das gerade noch physisch machen. Also nochmal in München bei der Lebensversicherung 1871. Haben es dann in den 2 Jahren Pandemie online gemacht. Das war auch gut, weil die Community gesagt hat, wir wollen gemeinsam lernen, wie man so Online-Events macht, weil alle auch in ihren Firmen, ne, Bini, du erinnerst dich, von euch haben wir die Remo-Idee damals übernommen und die erste LernOS-Convention dann mit Remo gemacht, ne, und haben von euch gelernt und haben selber gelernt, andere Firmen haben mitgelernt, ne, und haben dann jetzt dieses Jahr die Events schon hybrid gemacht. Wir waren in Nürnberg auf der Kaiserburg und hatten dort 120 Leute quasi vor Ort. Und nochmal ähnlich so viel remote. Und viel zum Muster, wie wir das jetzt hier machen auf dem Knowledge Camp, kommt genau aus dieser Schiene, wo man sagt, machen wir im Nachgang dann so Making-ofs, also wenn das interessiert. Ne, da kann jetzt hier zum Beispiel mal reinschauen, da gab es so eine Making-of-Loss-Con-Session, wo wir quasi komplett mal erklärt haben, wie lief die Vorbereitung, wie war die Durchführung, wie war die Nachbereitung, vor allen Dingen auch, was sind die Lessons learned, das ist ein Evaluationsbericht, der public ist. Und wer sich auch für so Veranstaltungen, wie war die aufgebaut, interessiert. Ne? Wir haben auch da eigentlich seit der No-Touch 2016 so das Prinzip Recording by Default. Also alles, wo jetzt ein Session-Owner nicht sagt, ah, ich will über was Kritisches sprechen, nehmt das lieber nicht auf. Ne? So ein Opt-out-Prozess gibt es immer. Weil auch das finde ich wichtig. Ne? Aber viele Veranstaltungen haben halt Closed by Default und dann wird vielleicht mal eine Keynote veröffentlicht. Und wir sagen halt, erstmal veröffentlichen wir alles. Wenn es einen guten Grund gibt, wird es ja nicht veröffentlicht. Und so kann man hier dann sozusagen auch das Programm komplett mal rückwärts traversieren, ne? Wo dann auch so Formate, ne, die dann aus anderen Ecken der Community kamen, ne? Zum Beispiel diese Lightning Talks, die wir jetzt schon eine ganze Weile haben, ne? Die so ein sehr kurzweiliger Auftakt sind, wo man jetzt nicht so 30 Minuten irgendwie lange Keynote hat, sondern 5 Minuten und feuert aber halt 12 Themen hintereinander ab. Und das sind dann Impulse, die dann in der Abendveranstaltung diskutiert werden können. Na, da gab es auch von der Christina zum Beispiel hier aus dem BFM-Vorstand so einen Überblick über 20 Jahre Wissensmanagement. Na, was dann auch spannend ist, dann so Formatsammlungen, wie baue ich Formate zusammen. Genau, also das vielleicht mal so als ein Überblick. Ich sage immer, the best is yet to come. Also es entsteht total viel, es gibt total viele Ideen. Man merkt halt einfach, die Zeit ist so ein Limit. Ne? 3 Leute haben wir leider nicht, die in ihrer Lebenszeit Newsletter schreiben. Aber ihr macht das ja auch nicht voll beruflich, bin ich. Also man merkt einfach, dass so in der Community viel mehr Ideen entstehen, als was man wirklich umsetzen kann. Und wir uns jetzt halt auch an so Prozesse machen müssen, um zu entscheiden, was wir machen, was wir nicht machen. Was dann auch wieder so was Formales reinbringt. Ne? Also da muss man jetzt schauen, wie die Community-Entwicklung weitergeht. Aber so viel vielleicht mal dazu, dass wir auch ein paar Minuten noch haben, falls ihr noch Fragen habt.